Hallo zusammen. Heute mal wieder vor der Kamera. Mein Mann ist mit den Jungs draußen, ein bisschen spazieren gehen. Ich nutze die Zeit dann mal zum Videodrehen. Ist ein guter Kompromiss. Vielleicht behalten wir das mal so bei. Mal gucken. So, also Männer draußen, Babys draußen. Zeit für, ja, was machen wir denn jetzt hier, wenn ich schon vor der Kamera sitze? Eine Box auspacken? Wäre vielleicht eine Idee. Glossy Box. Packen wir doch einfach mal die Glossy Box aus. Also, was haben wir hier in der Glossy Box drin? Ich würde sagen, das ist Kosmetik. Wäre jetzt ein Wunder, wenn da Küchenutensilien drin wären. So schaut's aus. Magazin nehmen wir mal beiseite. Es ist immer derselbe Anblick. Wir kennen es nicht anders. Das ist aber auch gut so, denn die Glossy Box ist über all die Jahre wirklich stabil geblieben. Nie eine Phase, wo ich sagte, oh, die muss ich abwählen. Daher bisher auch alles gut und sie bleibt mir erhalten. So, das ist ein Blick hinein. Also, was haben wir hier Schönes? Wir haben Eau Thermale Avène. Ja, ein Duschgel, 100 ml für sensible Haut. Ja, ne? Finde ich gut. Sag mir, das ist hier irgendwie noch mit dem Hygienesiegel versehen. Auf dass ich mir wieder die Fingernägel einreiße. Die sind ja so empfindlich bei mir. So, dann. Riecht frisch, weiblich. Gefällt mir. Doch, ja, durchaus. Kann man nehmen. Gut, nimmt man. Was haben wir hier? Dr. Severin Bio Aftershave Sensitive for Women. Eine Mini Aftershave After Balm, würde ich sagen. Ja. Für eine schöne und glatte Haut nach der Haarentfernung. Am Körper auftragen. Ja, wirkt natürlich und antibakteriell. Beruhigt die Haut und schützt vor Reizungen, Entzündungen und Rasierpunkten. Gegen Rasierbrand. Und so. Ne? Also kann man brauchen, ist gut. Finde ich okay. Aha, Color Club. Ein Nagellack in einem Roseton. Sehr unscheinbar. Ah, ist okay. Ich finde ihn jetzt nicht so prickelnd, aber ist okay, die Farbe. Ein bisschen in Ordnung. Kann man verwenden. Was haben wir hier? Lipgloss Wand. Und ich habe mir einen Fingernagel eingehauen. Habe ich es nicht eben gesagt? Ich habe mir einen Fingernagel eingehauen. Was war das noch schön, als ich schwanger war? Als ich schwanger war, habe ich so geile Nägel gehabt. Und jetzt? Schittebö. Schittebö, Nagel eingerissen. Super. Als wenn ich sonst keine Hobbys hätte. Jetzt habe ich hier eine Ecke raus. Weich wie Butter. Seitdem die Kinder draußen sind, ging es immer weiter bergab mit meinen Nägeln. Furchtbar. Aber ein schöner Lipgloss, immerhin. Passend zu meiner Decke und Kissendeko. Ja, doch, gefällt mir. Gut. Was haben wir hier? Naked Lips Superfoods. 97% organisch und 100% natürlich. Okay. Gut. Gucken, wie er riecht. Das Siegel hier auf. Boah. Erinnert mich an so Blaubeerkaugummi. So ganz künstlichen Blaubeerkaugummi. Fühlt sich aber gut an auf den Lippen. Also okay. Aber wirklich, der riecht wie Blaubeerkaugummi. So wie so ein Kinderkram. Irgendwie. Für junge Mädchen bestimmt super interessant. Ja, das war schon die ganze Box. Mehr ist da nicht drin. Wie war eigentlich das Motto der Box? Mal gucken. I believe in spring. I believe in spring. Ich denke, boah, das ist okay. Man macht sich ja langsam frisch für den Frühling. So mal endlich mal wieder die Beine rasieren, weil man zeigt sie ja so ungefähr. Ich habe ja den Vorteil, ich bräuchte eigentlich überhaupt nicht rasieren, weil ich habe kaum Haarwuchs. Aber irgendwie so die paar kleinen Mini-Härchen nimmt man dann auch hin und wieder mal weg. Aber ansonsten muss ich mich da wenig drum kümmern eigentlich. Ja, die Box fand ich okay. Durchschnitt, nichts mega special, wo ich sage, wuhu, aber muss auch nicht. Ist okay. Lieber so und stabil als Pinkbox und ich ärgere mich. Also daher alles gut. Mag die Box. Wie hat sie euch gefallen? Schreibt es mir hier unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach im nächsten Video.